So Leute, wie geplant, weiter geht's mit Pokémon Stadium. Heute ist ein neues Minispiel dran, ihr habt wieder mal ratzfatz Rennen ganz nach oben geportet, nicht wahr? Und ich frag mich nur warum, ich für das Minispiel eigentlich eher, naja, springen, laufen, Super Mario 64 eben halt. Inhalt der Pokémon-Version, aber gut, ihr entscheidet, ich spiele. Also, let's go! Ein bisschen Button-Smashing und Steuerkreuz oben drücken hat noch keinen Schaden. Oh, ne, ich hab jetzt hier, dass ich hier trappen, genau, rüber schön rüberspringen kann. Irgendwie bin ich ein bisschen hinten halt dafür, oder? Trap! Ja, tappen! Und Hepper! Genau, also wohin gelaufen. Und Trap und Ziel! Und offensichtlich bin ich Erster geworden. Haha! Oh yeah, ganz, ganz, ganz cool. Obwohl am Anfang sah es so aus, als wäre ich hinten gewesen, aber dann habe ich doch nochmal aufgeholt. Bin nirgendwo reingerannt, im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich Radfatz mit dem Spiel gespielt habe. Hahaha! Egal, weiter geht's im Meisterball Cup und zwar mit der Schönheit. Aber eher weniger schönen Pokémon, nicht wahr? Guckt euch das an. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier falsch. Die sind ja gar nicht so überlevelt. Habe ich den falschen Safe-State genommen? Freunde, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Hat jetzt nicht lange gedauert. Und das ist tatsächlich der Meisterball Cup. Das scheinen aber ziemlich leichte Pokémon zu sein. Das dürfte kein schwerer Kampf werden. Vielleicht ist es sogar möglich, mir ein Continuum zu ergaunern. Mal sehen, wie was da wird, ne? Ich tippe mal, dass Gyarados als erstes mir entgegenkommt. Dann nehme ich das als Absicherung noch mit. Ja, und gegen die... Naja, wartet mal, den kann ich gleich neu brauchen. Let's go! Gegen den vierten Kampf im Meisterball Cup. Ich bin ja gespannt, was die nächsten drei Kämpfe so für uns offen halten. Obwohl, eigentlich wollte ich ja mal so 2-2-2. Nee, doch, 3-3-2, genau. Oh, Starmie gegen Starmie. Haha, ein sehr epischer Kampf. Aber es ist ein Level höher als wir. Wird mich das aufhalten oder. Na. Oh Gott, das wird ziemlich hart. Eigentlich habe ich das richtige Pokémon, aber er hat halt den genau richtigen Gegenpart. Ich hoffe, meiner trifft auch, als Ausgleich. Bam! Oh yeah, Treffe! Und ihr seht schon, hier ist ein deutlicher Unterschied der Punktezahlen zu merken, auch in der Geschwindigkeit und auch in den KP da unten. Alte Scheiße. Und jetzt einen Donner einsetzen und mich umbringen. Ich riskier's. Ich weiß, das, was ich jetzt vorhabe, ist sehr lebensmüde. Sehr, sehr lebensmüde. Das ist mir aber gerade egal, weil ich gehe mal davon aus, Starmie versucht nochmal den Donner. Und selbst wenn der trifft, wird der Blitzer nicht sehr viel anhaben. Und ich bin schneller als Starmie. Davon gehe ich jetzt einfach mal in meiner Blindheit aus. Ich hoffe einfach nochmal, es geht daneben. So hat sich der Austausch letztlich sehr rentiert. Denn ich glaube, Starmie ist nicht so schnell wie Blitzer. Ja, Blitzer fängt an. Ja, ist einfach der schnellste Mann. Thunderblitz! Bam! Dadurch habe ich jetzt Starmie geschützt. Ich hoffe, es kommt kein Boden-Pokémon. Das wäre sehr nachteilhaft. Zur Not habe ich Kadabra noch in der Hinterhand. Wenn er einen Boden-Pokémon hat, dann wird er das mindestens jetzt ausspielen. Und ich würde sagen, daraus resultierend, er hat keins. Tippe ich einfach mal. Weil ich glaube, dann hätte er es jetzt mindestens eingesetzt, weil die PCs sind meistens so eingestellt, dass sie immer die Pokémon als erstes einsetzen, die dem Gegner natürlich möglichst gut schaden können und möglichst resistent gegen die Attacken sind. Oh, es ist paralysiert! Sehr vorteilhaft für mich. Oh! Oh, direkt hat die Paralyse auch geholfen. Alter, das ist ja lucky jetzt so. Donnerblitz mit Paralyse, die auch direkt Wirkung zeigt und den Gegner nicht agieren lässt. Was mich auch... Naja, okay, Tentoxa ist zwar schnell, aber nicht schnell. Also so schnell wie Blitzer. Wirklich sehr erfolgreicher Kampf gerade. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt noch ein Wasser-Pokémon mir entgegengestürzt kommt. Weil das glaube ich, dass er das Boden-Pokémon sich aufgehoben hätte. Das glaube ich einfach nicht. Gyarados, und da ist das 53er. Das vermutlich stärkste Pokémon seiner Truppe. Weil Gyarados hat ja ohnehin ziemlich hohe Werte. Ich hoffe, wenn wir mal fangen an und die vierfache Effektivität boxt ihn direkt in die Schüssel. Nee, Gyarados in die Schüssel boxen. Bam! Oh, Volltreffer! Plus vierfache... Oh, das ist achtfach effektiv. Ich glaube, hier hätte auch ein Donnerschock sein Übriges getan, weil achtfache Effektivität, das ist, boah, heftig. Der Kampf ist vorbei. Oh yeah. Und ich habe ganz, ganz easy nochmal ein Continue eingesackt, nicht wahr? Die Schönheit war denn der Kampfstil doch nicht so schön, nicht wahr?
Tja, nicht immer das Äußere fixieren. Bam! Und den 5-9 gleich hinterher. Mal gucken, was der so in petto hat. Exorcistent. Schon wieder mal. Vier Geister? Ja. Ui, das könnte interessant werden. Also ein juckzende Finger mal. Obwohl, nee. Nee, nee. Das könnte interessant werden. Oh, da bin ich. Wenn die jetzt. Oh, das wäre geil. Ich glaube, ich nehme den mit und den mit. Spontan entschieden. Ob die spontane Entscheidung jetzt richtig war, werde ich ja gleich erfahren. Nochmal Starmie. Ich habe vier Pokémon gesehen, gegen die ich sehr effektiv wirken kann, obwohl. Aerodactyl ist sehr schnell. Ich glaube auch an die 150 Initiative und der ist drei Level über uns. Ich glaube nicht, dass ich hier groß punkten kann. Oh Gott, nein. Gut. Oh Gott, Lapras. Ich hätte doch Donner einsetzen sollen. Das wäre jetzt sehr fies gekommen. Aber warum hat er jetzt Lapras eingesetzt? Los, Splash. Das wird nicht viel abziehen. Aber getauscht ist getauscht. Das ist Schaden, den mir keiner mehr nehmen kann. Ich frage mich, warum er das gemacht hat. Los, Thunder. Bam. Und voll aufs Kreuz. Oh nein. Der hat wieder mal der Donnerfluch. Oh Gott, nein. Nicht Konfusstrahl. Okay, das kommt mir jetzt nicht sehr zugute, muss ich sagen. Aber wir sind trotzdem schneller als Lapras. Ich frage mich, was er mit Lapras jetzt überhaupt bezweckt wird. Hat er das nur wegen der Verwirrung gemacht? Und natürlich verkacke ich direkt und greife mich selber an. Natürlich funktioniert die Verwirrung bei mir immer perfekt. Okay, das wird nicht sehr viel abziehen. Obwohl, ich glaube, Lapras ist nebenbei Eis, also gibt es doch Step-Bonus. Naja, es geht. Aber in Kombination mit Selbstverletzung könnte das schnell in die Hose gehen. Das muss ich ehrlich zugeben. Los, Thunder jetzt, aber richtig Thunder, genau. Und Fouls, triff! Bam! Voll aufs Kreuz. Und da ist nochmal der Eisstrahl. Ich hoffe, die Verwirrung ist gleich vorbei und der Donner trifft nochmals. Naja, doch, auf die Dauer zieht es ja doch ab. Und es könnte natürlich auch passieren, dass ich jemanden einfriere. Was natürlich sehr ungünstig wäre. Komm schon. Ja, triff, triff, triff! Ja, Volltreffer! Also, nicht wirklich Volltreffer, aber halt, naja, für Donner ist ja jeder Treffer ein Volltreffer. Hehe. Lapras fliegt von dem unsichtbaren Wasser hinunter, nicht wahr? Verstehe nicht, warum die Wasser-Pokémon alle mal schweben können. Dürften doch, also das soll ja so Wasser andeuten, glaube ich, aber es wirkt sehr unnormal. Okay, Wasser, der sich daraus verspricht, verstehe ich auch nicht. Und ich frage mich, wer ist schneller? Ich? Oh, das ist nicht länger verwirrt. Super! Das heißt, wir können den Surfer mit voller Wucht auspacken und Splash! Das ist auf jeden Fall ganz nice. Also zwei weitere Surfer hält er nicht aus. Oh Gott, Nachtnebel. Alter Schwetinski. Muss ich da irgendeine Alternative nutzen? Könnte ich schon, ja. Aber ob das was bringt, ist natürlich die Next Quest, nicht wahr? Er hat aber noch zwei Pokémon und ich muss damit rechnen, dass eins davon dabei ist. Ach komm, ich riskiere es einfach mal. Was ich jetzt mache, ist glaube ich ziemlich lebensmüde. Wenn der Gegner noch zwei Pokémon erstmal austauschen. Weil es könnte durchaus sein, dass der auch eine Psychokinese drauf hat. Ich glaube, dann mache ich mich gerade unbeliebt. Sehr un... Oh nein! Und er hat genau das eingesetzt, was er hätte nicht einsetzen sollen. Ja, und Spezi wird down. Oh, wie gemein. Scheiße. Ich glaube, wenn ich jetzt das packen will, habe ich nur eine Chance. Ich muss ihn einschläfern. Sonst macht der Gengar down, ne? Scheiße. Ah, eingeschlafen. Super. Very good. Alter, Scheiße. Und ich glaube, damit habe ich gerade meinen Sieg über das Gengar errungen. Glaube ich jedenfalls. Ich glaube es einfach mal. Ich muss mal rechnen, er hat jetzt sowas ausgetauscht. Ich habe auch schon wieder vergessen, was... nicht Gengar, was gegen Lapras ausgetauscht. Ah, Aerodactyl. Ja, das bringt dir jetzt auch nichts mehr. Wenn ich nochmal als anfange, der Nachtnebel trifft, ist er down. Jetzt muss ich mir überlegen, was nehme ich jetzt... Oh Gott, er fängt an, scheiße. Scheiße, scheiße, fick dich. Nein. Oh, wie unfair. Boah, der ist kein auf asozial, muss ich sagen. Da.
Gut, ich glaube, ich lasse das auf ein 1 gegen 1 hinauslaufen. Weil Stami wird ja, wie gesagt, anfangen. Boah, wie unfair war das denn gerade, bitte? Warum hat er... Ja, na, was soll ich denn machen? Ich hoffe mal, der Surfer fängt an und haut ihm eine ein und das ist so, dass er umfällt. Ja, den Surfer zum Gruße, hab ich gerade verstanden, schon wieder mal. Man versteht auch jedes Mal was anderes. Splash! Down, Mann! Und ich hoffe einfach, Stami ist schneller als Aerodactyl. Ich bezweifle es aber stark. Sehr stark. Wäre aber sehr günstig, noch einen Surfer reinzuzimmern, weil der nette Blitzer bessere Chancen. Er hat ja gute Chancen aufgrund der Donnerblitzattacke, aber... Wenn er so einen Scheiß drauf hat wie Erdbeben, ist scheiße. Mal gucken, was das so wird. Ja, okay, er fängt an, scheiße. Aha, super. Scheiße. Der Surfer erreicht ihn nicht. Oh, doch, fast. Oh, das war aber knapp gerade. Scheiße. Ja, ist egal, was ich mache, wenn er jetzt trifft, weg da unten. Obwohl, ich hätte jetzt, ich habe Sternschauer eingesetzt, wenn er jetzt daneben geht. Oh Gott, das ist jetzt peinlich. Ich hätte jetzt mit einem Surfer getroffen und habe durch Fail Sternschauer eingesetzt. Das habe ich jetzt nicht berechnet. Scheiße. Das war natürlich Fail jetzt so. Ich glaube, in dem Fall mache ich mal was anderes. Er wird ja jetzt nochmal fliegen, oder? Ich habe jetzt gerade Härten eingesetzt. In der Hoffnung, dass seine Flugattacke mich jetzt gleich nicht mehr so verletzt. Oh, das sieht aber cool aus. Die Kraftpunkte sind unterschiedlich. Nee, ich komm, er bringt mich trotzdem um. Ich versuche mal, vielleicht geht der Fliegen nochmal daneben und jetzt trifft der Surfer. Das wäre natürlich doof. Jetzt hätte ich Surfer einsetzen sollen, das wäre schlauer gewesen. Ja, okay, Volltreffer hat sowieso nichts gebracht. Ja, ich packe hier heute unmöglichste Taktiken aus, die niemals funktionieren würden. Ach, super. Ich hoffe einfach mal, dass ich schneller bin und nach zwei Donnerblitz er down ist. Das hoffe ich einfach. Und ich hoffe, er hat irgendwie eine Attacke, die ich aushalte. Oh, kein Hyperstrahl oder so ein Scheiß, das wäre kacke. Ich hoffe es einfach mal. Oh nein, er fängt an und er setzt auch noch Superschall ein. Warum fängt er an? Ich bin viel schneller. Da! Und warum trifft das auch schon wieder? Mach bitte Donnerblitz. Ja, muss ja kommen. Natürlich schlag ich mich selber und der Superschall funktioniert natürlich auch direkt. Nee, ich setze jetzt aber auf Donnerblitz. Ich setze jetzt nicht auf Sandwirbel. Das setzt jetzt echt Fliegen ein? Na toll. Und ich kann mich jedes Mal dabei selber... Ja, jetzt funktioniert's natürlich. Fick dich! Oh Mann, ist das doch asozial. Jetzt kommt er runter und ich verletze mich selber. Das könnte gut hinkommen. Ja, toll. Das wird doch einiges abziehen, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Holla! Oh, es ist nicht länger verwirrt. Thunderblitz! Bam! Bam und Treffer! Und, stopp, stopp, stopp! Ja, und geschafft! Das muss man gestehen, also das war gerade ziemlich effektiv. Zum Glück war gerade die Verwirrung schon wieder weg und ich konnte mit dem Donnerblitz voll durchziehen. Haha, das war jetzt gerade sehr glücklich. Mal sehen, ob ich den sechsten Kampf da auch noch schaffe. Übrigens hat jemand geschrieben, dass wenn ich diesen Cup hier schaffe, dass was noch Schwereres kommt. Ich glaube, das werde ich dann auslassen, ganz gekonnt. Hey. Bam, badam. Oh Gott, viele Feuer-Pokémon sehe ich gerade. Na, obwohl eigentlich nur zwei. Lass mal wieder schneller schätzen, als man denkt. Na gut, was bringt mir denn hier die am meisten? Was? Ich glaube, das hilft mir einfach auch mal... Das bringt bestimmt... Ach halt, nee, falscher Knopf, tut mir leid. Das. Und, ach Gott, ja, muss noch... Ach komm, nehmen wir den da mit. Mal sehen, was das jetzt wird. Ich glaube, mein Allrounder ist sehr beliebt. Ja, gerade gegen das Pokémon, was ich nicht gebrauchen kann. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, es hat Glück und naja, nicht. Guck mal, vielleicht klappt's ja. Ein Pokémon-Wechsel. Sprich das nicht so scheiße aus, Kommentator, Mann. Das, keine Ahnung, versaust mein Let's Play. Oh nein, er hat sich nicht verarschen lassen. Ja. Ach, ist ja süß. 32 HP. Ist doch ein Witz. Ich riskiere es. Ich riskiere es und ich... Boah, wieso fängt der an? So sieht es aus.
So, so schnell sind die Viecher ja noch auch nicht. Das ist ziemlich krass, dass der gerade anfängt. Muss ich ehrlich mal so zugestehen. Vielleicht bringt's das eine Hilfe ja doch. Ja, das war doch irgendwie klar. Oder meins funktioniert natürlich nicht. Ist ja logisch. Ficken! Komm schon, das muss doch mal funktionieren. Nein. Nein, der Donner geht jetzt mal daneben. Wir haben schon zweimal getroffen. Nein, nix, Donner. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Oh. Warum haben die eigentlich immer so ein Glück mit dem Treffen und ich nicht, ey? Das ist so asozial. Ich finde das scheiße, echt, ohne Witz. Los, Hypnose! Oh, nee. Ich verkacke zweimal. Ja, er trifft dreimal. Ist kein Ding. Ey, ich mach das jetzt so lange, bis das funktioniert. Das kann doch nicht wahr sein. Selbst wenn er trifft, einmal überlebe ich noch. Ja, ja, vergiss es. Haha. Muss ja jetzt auch mal kommen, ne? So, trifft er jetzt mal endlich. Schlaf ein, du Potsau. Fick dich, los. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch ein ganz dummer Witz hier. Das ist doch ein Ficken, Alter. Kann doch nicht wahr sein hier. Ja, jetzt trifft er bestimmt wieder, weil er dachte, na, eben mal jetzt nicht getroffen, jetzt treffe ich wieder 10-mal. Die Pokémon gehen mir auf den Sack. Bam! Das war ganz nice, muss ich sagen. Hätte ich von Anfang an machen sollen. Ich verlasse mich manchmal zu sehr auf Taktik und vergesse, dass manchmal doch einfach reinprügeln das Bessere ist bei Pokémon. Ja, na klar, Volltreffer auch noch. Ich finde das gerade ein bisschen asozial, muss ich ja noch sagen, ne? So, ich überlege, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich behalte meinen Aura, aber Starmie würde ich dem Donner einfach aussetzen und da ich einfach keinen Bock drauf. Mal gucken, ob das, was ich jetzt vorhabe, klappt. Also Taktik kann ich jetzt erstmal wegstecken. Jetzt wird erstmal Donner geblitzt und ich hoffe, er stirbt direkt. Ist immer ein Step-Bonus. Ist was anderes als bei Gengar. Oh, es ist paralysiert. Ganz nice. Und ich hoffe mal, es funktioniert, oder? Ja, ja, ja. Very good. Super. Manchmal habt ihr auch echt mal Glück. So langsam gleichen sich die Kraftverhältnisse wieder aus. Immer noch zwei Pokémon oder immer noch zwei Pokémon jetzt. Ja, jetzt machst du Volltreffer, du Wurst. Das kannst du stehen lassen, ja. Das ist einiges an Terror. Also nicht erspart, Terror gemacht. Terroristenschwein! Kennt ihr die Terroristen-Schreibweise, wenn man so im Internet schreibt, ne? Jeden Tag einen Anschlag. Ich glaube, den Witz hat das keiner kapieren. Ja, was ist denn? Boah, das könnte jetzt heftig werden. Ich überlege, ob ich tausche. Mache ich auch. Ich hoffe mal, es funktioniert. Und er setzt jetzt eine Feuerattacke ein. Haha. Das dürfte er nämlich nicht so viel abziehen. Was jetzt krass wäre, wenn er jetzt eine Schaufel oder so einen Scheiß einsetzt. Das traue ich dem auch zu. Nee, Drachenwut. Ach du Scheiße. Ob das so effektiv ist? Ja, ist ja immer 40, ne? Also. Viel kann man da ja nicht erwarten. Ich dachte, jetzt kommt eher so ein Feuersturm, so ein richtig schöner Feuersturm oder sowas. Oh, er wechselt. Ist ja ein Gechange hier, geht ja gar nicht. Ach du Scheiße, ich hätte Donner einsetzen sollen. Aber man kann doch nicht vorausplanen, dass sie ihr Pokémon wechseln. Haha, scheiße. Okay, das zieht jetzt gar nichts ab. Ja. 27 KP ist ja süß. Vor allem bei Aquanos riesigen KP-Mengen, nicht wahr? Ich hoffe mal, der Donner, also anfangen tue ich, da gehe ich mal fest von aus, ja. Und der Donner hoffentlich trifft er. Bam! Ja, so muss das aussehen. Aber ich glaube, ich kriege ihn nicht mit einem zweiten Donner-Donner. Das kostet mich gerade an, weil ich habe ihm gerade genau 88 KP abgezogen. Das sieht gar nichts ab. Oh, das ist aber schön bunt. Was, die Angriffskraft? Aurora-Strahl senkt die Angriffskraft? Wusste ich gar nicht. Total verpeilt gerade. Aber egal, ich versuch's nochmal mit Donner. Das hat aber wirklich gerade gar nichts abgezogen. Ich glaube 14 KP. Ja, genau. Los, Thunder und Bam! Ja, stopp, stopp, stopp. Ja, very good. Ich glaube, die letzte Pokémon-Wahl, die er dann noch offen hat, auch Akani, wird jetzt nicht viel bringen. Er braucht nämlich noch zwei mit Drachenwut und eine mehr. Und ich glaube, ich bin schneller als Akani. Das tippe ich mal. Ich glaube, Starmie hat um die 140 Initiative. Akani dürfte so um die 120 haben, tipp ich mal. Und irgendwie ist das sehr viel roter, also röter, roter, ich weiß nicht, wie ist das Adjektiv zu rot?
sehr viel dunkelroter. Trotzdem der gleiche Fehler. Egal, Surfer und Schnauzer hier. Was stirbt? What? Bam, Splash, oh, ein Volltreffer und sehr effektiv. Das zwiebelt rein. Ja, down. Leider hat unser drittes Pokémon hingerafft, sonst gibt es jetzt noch ein Continue, ne? Das wäre sehr geil. Aber gut, ich würde mal sagen, hehe. Kani-Ar. Wie ein schwedisches Gericht. Aber gut. Wir haben gewonnen. 3-1, ne? So sagt man's. Oder auch einfach, ich habe noch zwei Pokémon übrig. So, den ersten Silber und haben wir in der Tasche. 3 Continuen haben wir für den 7. und 8. Fight. Ich kann ja schon mal gucken, was erwartet uns denn da für Pokémon? Ich bin ja neugierig. Oh, ein Psycho. Ach du Scheiße. Psychos mag ich gar nicht. Ja, Starmie haben viele hier dabei. Ne? Bin ich nicht der Einzige, offenbar. Boah, ich hab keine Ahnung, was ich da einsetzen soll. Gut, das überlege ich mir zum nächsten Part einfach auch mal. Das was wird. Er hat schon 2,53er, das ist übel. Das ist richtig übel. Boah, Stami auch 52. Denk mal, die zwei würde einsetzen. Ich glaube. Naja, ich mache mir da zum nächsten Part mal Gedanken. Bis dahin wieder mal. Macht's gut, haut rein und ciao.